Na super. Halten Sie den Gegenangriff der Nazis auf. Ja. Die Brunhilde-Klasse. Ist das Brunhilde? Tatsache. Die Mir ist auch schon auf dem Weg dahin. Ja, die machen wir da alleine fertig. Ich fürchte, die Mir nimmt aber den vorderen. Warum habe ich jetzt den einzelnen genommen? Das war ziemlich dämlich eigentlich. Valkyren krieg ich. Valkyren sind doch wohl kein Problem für mich. Da habe ich mittlerweile so raus. Ich hoffe, man hört mein verwirrtes Klicken nicht. Yes. Ich habe mir das Gefühl, ich habe gleich einen im Nacken von denen. Quasi so. Hallo, mit Abschütteln und so ist hier nicht, ne? Wie wär's mal mit... Ach, das ist ein Alberich. Wow. Ist gar keine Walküre. Ich dachte, das wäre eine Walküre. So eine kleine. Aber nix. So ein Monsterding. Das, wenn man nicht lesen kann. Jetzt. Jawohl. Ach, das sind zwei Alberich. Scheiße. Bam. Okay, eine noch. Gegen die habe ich doch schon mal gekämpft, ne? Dass ich immer wieder mich auflade. Komm schon, Raketen. Raketen. Jawoll. Da ist nur eine Valkyrie, scheiße. Und wo? Und wo, und wo? Ach, da. Da ist sie an mir vorbeigehuscht. Komm, dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich noch, dich krieg ich noch, dich krieg ich noch. Ah, dich krieg ich nicht. Ich krieg höchstens eine Gehirnerschütterung. Oder einen Drehkollaps. Oh. Hey. Okay. Wow. Wie schnell waren die denn jetzt? Die sind einfach mal so an mir vorbeigehuscht. So lange habe ich doch jetzt gar nicht gebraucht. So eine Kacke. Ich hoffe, meine Festplatte macht das mit. Hello, Gomer. Ups. Aua. Das hat echt wehgetan jetzt. Noch eine Valkyrie? Yes. Und die nächste, komm schon. Komm, 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 komm. Da. Ich auch. Jawohl. Ach, schon wieder eine Alberich. Kacke. Die wehren sich wenigstens. Oder was heißt wesentlich? Wenigstens. Ha, jetzt seid ihr dran. Gut, dass im richtigen Moment dann plötzlich da Nachschub herrscht. Ey, nur noch Alberich? Mist. Die, die ich am allerwenigsten... Oh.
wenigsten gebrauchen kann. Zack. Eine Alberich haben wir noch. Komm, die kriegen wir. Jetzt ist er voll. Wo kommt der denn da oben her? Gehört aber nicht zum... zur Quest, oder? Okay. Ach, das ist eine Rheingold, so ein kleines Mini-Ding. Mega flinken Dinger. Wo ist er? Da. Gut, dass sie nichts aushalten, die Dinger. Na komm. Ha, gotcha. Die können in alle Richtungen schießen, kann das sein? Ist das möglich? Kann das sein? Boah, was für alte Sauviecher. Bauen sie schnell. Wieso bin ich eigentlich immer noch mit dem blöden Dandy unterwegs? Kann mir da einer sagen? Und nicht mit dem ordentlichen Gerät? Mit dem Zerg? Wo ist der denn? Da. Yes. Wow, der ist an mir vorbeigehuscht. Ja, voll. Ich sollte mal gleich das Ding wechseln, dann sehe ich auch was. Waren das alle? Ja, das waren alle. Ja, das lohnt ja total. Die kann ich ja gar nicht anfliegen. Verdammter Mist. Valkyrie, 6 Valkyren. Okay, 4 Valkyren, 2 Albrich. Ich dachte, das wären Nummern am Anfang, aber das scheint wohl die Anzahl zu sein. Wie es scheint. Ich kriege, ich kann. Jawohl. Valkyrie Nummer 2. Und Valkyrie Nummer 3. Ja, komm. Battle report. GW Bush engaging enemy squadron. Und wo ist das Ding? Wow. Das hat gut funktioniert. Besser als erwartet. Sogar. Das hat sogar ziemlich gut funktioniert. Komm schon. Yes. Hat er noch eine Alberich? War das eine Valkyrie gerade? Ich dachte, da wären nur 2. So ein Mist. Oh, wer kommt denn da? Freunde. Bam.
Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, zu meinem kleinen koreanischen Außenposten komme ich dummerweise nicht. Aber hier ist die Mir. Tja, kommt die hier hin? Okay. Kümmern wir uns alleine um das Riesending. Das wird wahrscheinlich jetzt böse enden. Ja, genau, die Brunnhilde. Battle report. Enemy squadron approaching Earth. Intercept action requested. GW Bush engaging enemy squadron. Bam. Machen wir die Walküren zuerst. Platt. So langsam habe ich heraus, wie es geht, glaube ich. Jetzt sehe ich auch schon seit einer Viertelstunde. Und irgendwie kriege ich es trotzdem nicht gebacken. Hat mich diese Kamera immer wieder völlig irritiert. Habe ich ja nicht Zielhilfe? Kann das sein, dass ich eine Zielhilfe habe? Kommt mir so vor, ne? Wie eine Zielhilfe? So, was haben wir denn hier? Yes. Komm, dich kriege ich auch noch. Wow. Dachte ich zumindest. Brunnhilde, Brunnhilde. Enemy squadron approaching Earth. Intercept action requested. Battle report. Mir fleet has destroyed an enemy squadron. Lock in. Ah, Valkyrie, guck mal. Da haben wir doch noch eine. Und wo bitte? Hier. Aber die Brunnhilde hat schon mal keine Hauptwaffe mehr. Das ist schon mal super. Ja, komm. Keine Zeit für so ein Kram. Für Wrackteile. Komm, ich muss jetzt hier die Welt vor den Nazis retten. Immer. Was soll denn sowas? Detected ammunition container ready for pickup. Mir fleet engaging enemy squadron. Was für eine Gegnerflotte denn? Wo kommen die Schüsse denn her? Enemy squadron approaching Earth. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss hier einmal den Nachbrenner verwerten. Aber das geht nur mit damit. Okay, das war jetzt ziemlich einfach. Man hat sich quasi drum gekümmert, sozusagen. Und wer, wenn ich fragen darf? Ach, die Mir. Das ist ja nett. So, dann helfen wir mal der George W. Bush. Ach, ich muss zur ISS zurück, das war's schon. Sehe ich aber anders. Obwohl, wenn die mich so fragen. Kann ich überhaupt nicht. Ich kann auch nicht so weit zurück. Reingold. Bam. Ich muss ja wenigstens hier der George W. Bush noch helfen. Geiler Name. By the way. Ich blick gerade überhaupt nicht durch. Enemy squadron approaching Earth. Intercept action requested. Rheingold 4, stimmt das jetzt eigentlich auch? Oder ist das nur wieder. Das dürfen jetzt noch 3 sein dann? Hallo? Ich bin noch gerade erst.
Ach, I'm hit. Quatsch. Ich hab viel mehr Schilder als die anderen kleinen Dinger hier. Stell nichts an. Dürfte jetzt ja die letzte sein. Dann habe ich 4 Stück gekillt. Zack. Tatsache. Aber ich komme nicht bis dahin zurück. Ach, da gibt's auch Dundies. Ich blick grad nicht durch. Ich blicke nicht durch. Ich mache jetzt einfach mal den Gegner anfliegen. Ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt dann Nebenquests oder nicht, oder doch? Jetzt komme ich nämlich auch hier hin. Dann kann ich nämlich die ISS wieder anfliegen. Das ist sehr strange. Okay, das war Kapitel 2. Ja, ich beginne das jetzt, aber ich werde dann noch eine Aufnahmepause machen. Von daher sehen wir uns im zweiten Kapitel in der nächsten Aufnahme. Also bis gleich.